Bisschen. So, dran willen. Hey Leute! Wo, oh, wie? Was, wo ist einer? Oh. Scheiße. Fällt mir hier noch irgendwas? Nee. So, dann würde ich doch mal sagen. Tockidi-tock. Okay. What? Mist. Ich muss mir wirklich mehr angewöhnen, die Leute mit ihren eigenen Gliedmaßen zu zerlegen. Meine Moon ist zwar jetzt noch nicht so wirklich das Problem derzeit, aber ich glaube, der Punkt wird kommen. So, okay. Batterie. Machen wir mal hier rein. Und wir haben Strom. Letzter Turm noch Strom? Nee. No. Kumpel. So, Energieknoten. Ach, Jemine. Projektile. Okay. Aha. Naja, jetzt hab ich's. Scheiße. Ach, ey. Ich bin immer noch echt zu langsam, ey. So, okay. Können wir mal unser Stase-Modul auffüllen, aber das ist voll. Na gut. Freunde. Oh shit. Oh. Das ist halt schön. Also erstmal looten jeden halt. Ne? Luft geht einem aus. Gar kein Problem. Zehntausend Credits, mein Freund. Na, das hat sich jetzt aber mal kurz gelohnt. Okay. Die Kompression! Auf der Ishimura kann man die Schwerkraft lokal steuern. Ihre Schwerkraftstiefel werden einspringen, wenn sie einen schwerelosen Bereich betreten.
Scheiße. So, wie... Tatsächlich habe ich jetzt gerade keine Ahnung mit dem Pad. So, sorry, muss mal wirklich kurz mal checken, wie das jetzt hier mit dem Pad geht. Also die Tastenkombination ist sehr fragwürdig. Sehr, sehr fragwürdig. So, könnten wir jetzt mal probieren, was hier noch... So. Wuppi, wuppi. Na, musst du wohl. Geh rein! Jetzt haben wir Strom, das ist schon mal gut. Okay, tja, wofür brauchen wir die Batterie da? Oh ne, zwei Batteries. Two Batteries. Die zwei Batterien, die hier rumfliegen. Vielleicht müssen wir hier noch... Ende der Schwerelosigkeit. Aha. Gut, Sie haben ein Schockpad. Benutzen Sie das jetzt zusammen mit dem Thermit, um die Barrikade hochzujagen. Okay. Ich kann auch mir kaum hören. Durch die Luftschächte. Seien Sie vorsichtig, Isaac. Eintritt Schwerelosigkeit. Also ihr seht, selbst wenn Kopf ab, irgendwie können die Scheißviecher immer noch angreifen. Und das sehr effektiv. Ach Gott, nee. Okay. Wir gehen wieder zurück, ne? Ja, wir gehen wieder zurück. Okay. Ende der Schwerelosigkeit. Alter! Ende des Vakuums. Ja, ich würde ja gerne sagen, dass ich das souverän gelöst habe, das wirkt aber sehr, sehr stümperhaft. Na, wer kommt da?
Ja, ich würde sagen, ich erspare euch mal bei diesem Let's Play das Vorlesen. Wenn ihr nochmal irgendwie, wenn ich zu schnell bin oder zu langsam, irgendwie, wenn ich drückt halt einfach Pause irgendwie und dann lest euch den Text in Ruhe durch. Weil ich will euch jetzt natürlich auch nicht so aus dieser Atmosphäre jetzt herausreißen. Dann stimmt es also, was in den Texten steht, die ganze Zeit. Da wäre ich mir nicht so sicher. Und dem, was ich gesehen habe, war nichts gründlich. Wir müssen es in uns aufnehmen. Wir sind die ersten Zeugen. Mathias lässt keinen in die Kolonie runter. Sie steht unter Quarantäne, bis wir mehr wissen. Zur Hölle mit Mathias. Gerade er sollte wissen, dass das hier größer ist als er oder die Operation oder die ganze Firma. Das ist unsere Erlösung. Reißen Sie sich zusammen. Da unten sterben Menschen. Nur die Wertlosen und die Ungläubigen. Aber ich bin gläubig. Sind Sie gläubig, Terence? Na? Ja, da haben wir wieder die schöne Perversion von jeder Religion irgendwie. Oder die pervertierte Art und Weise jeder Religion irgendwie, wenn die Leute denken, sie sind was Besseres irgendwie. Als andere. Ah, was ist das? Was? Ausschlag. So, dann würde ich nochmal sagen, Zeit für eine kleine Thermitbombe. Killer-Animation. So, okay. So, und ich bin der Meinung, den Halbleiter, den wir gefunden haben, den können wir gleich verkaufen. Halbleiter Gold. 3000. Das war ein schlechter Deal. Weil wenn ich mir überlege, ein Energieknoten hat 10.000 gekostet. Das ist... Oder? War doch so. Ne? Ah, shit. Das ist mies irgendwie. Ah, blöder Deal. Na gut. Okay. Ein Impulsgewehr. Das Impulsgewehr... kosten die Projektile... 1250. Ich bin etwas. Ich spiele so ein bisschen Gedanken, mir den Pulsgewehr zu kaufen. But not yet. Not yet. Okay, Sie sind durch. Bis zur Leichenhalle sollte es sicher sein. Die Codes sind an der Leiche des Captains. Na, das werden wir sehen, wie safe das hier ist. Hier spricht Medical Officer Nicole Brennan und ich hoffe, ich bin im ganzen Schiff zu hören. Wir brauchen mehr Hilfe. Wir haben nicht genug Leute, uns um so viele Fälle zu kümmern. Niemand will uns sagen, was hier los ist. Diese Wunden. Wir sind auf sowas nicht vorbereitet. Gott. Bringen Sie ihn zu dem Tisch. Halten Sie ihn fest. Schwester, drücken Sie ihn nach unten. Himmel. Ende der Aufzeichnung. Das war Nicole, oder? Ich kann von hier aus nicht sehen, wie alt der Eintrag ist. Ich bin sicher, dass sie hier irgendwo ist. Ja. So, Nicole, wo bist du? Are you here? Na, fuck this ship. Scheiße.
full. Sieht nicht gut aus.